Ihr denkt sicherlich darüber nach, euch eine X22 Motorspindel von Spinergy zuzulegen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall eine Adapterplatte für eure Z-Achse. Genau solch eine Adapterplatte wollen wir im heutigen Video fräsen. Dafür verwenden wir unsere X22 QTC mit halbautomatischem Werkzeugwechsel. Also bleibt dran und seid gespannt. Hi, ich bin der Andi und ich zeige euch heute, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln euch selbst solch eine Adapterplatte fräsen könnt. Natürlich gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, solch eine Adapterplatte herzustellen. Ich habe mich heute dafür entschieden, eine möglichst einfache und simple Variante euch zu zeigen, sodass ihr das mit einfachen Mitteln auch selbst zu Hause nachmachen könnt. Dafür brauchen wir natürlich unsere Spindel, die QTC X22. Wir haben vier verschiedene Werkzeuge, dementsprechend vier verschiedene Werkzeugaufnahmen. Unseren Schraubstock, hier schon mit dem Rohmaterial eingespannt. Zudem brauchen wir dann, um das Werkzeug einzuspannen, unseren Drehmomentschraubenzieher. Wir brauchen unseren Gabelschlüssel, um die Werkzeugaufnahme gegenzuhalten und den Drehmomentschlüssel, mit dem ihr dann die Spannmutter mit dem richtigen Drehmoment festziehen könnt. Als Rohmaterial verwenden wir eine Aluminiumplatte, die fein gefräst ist. Das hat den riesen Vorteil, dass die Platte schon die richtige Dicke hat. Das heißt, wir müssen das Ganze nicht mehr auf Dicke kalibrieren und wir müssen das Ganze vor allen Dingen nicht mehr planfräsen. Das heißt, wir können uns komplett auf das Fräsen von den Bohrmustern und Senkungen konzentrieren und zudem am Ende noch die Außenkontur herstellen und natürlich wird das Ganze auch noch entgratet. Als Aufspannung verwenden wir einen ganz normalen Schraubstock für die erste Aufspannung. In der ersten Aufspannung werden wir einfach das Bohrmuster und die Gewinde herstellen und danach gehen wir in die zweite Aufspannung, wo wir diese vorbearbeitete Platte dann nochmal auf eine Opferplatte aufspannen, um dann am Ende die Außenkontur und die Entgratung machen zu können. Als Werkzeuge verwenden wir einen 8 mm Zweischneider, der ist hier schon in der Spindel eingespannt. Der wird verwendet, um bei der Adapterplatte die Stirnsenkungen für die M6-Schrauben herzustellen. Zudem brauchen wir einen 5 mm Schaftfräser, mit dem werden wir die Durchgangslöcher für die M6-Schrauben anfertigen und die Kernbohrungen für die M6-Gewinde. Zudem brauchen wir einen NC-Anbohrer, mit dem können wir die Anbohrung machen und werden das ganze Teil am Ende damit auch entgraten. Hier sind noch vier M6-Gewinde, die eingebracht werden müssen. Dort wird später die Spindel dann festgeschraubt. Hierfür verwenden wir einen Gewindefräser. Den habe ich noch nicht vorgerüstet. Das zeige ich euch gleich im Video und dann kann es auch schon losgehen. Die erste Aufspannung habe ich hier schon vorbereitet. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Schraubstock als erstes eingerichtet. Dafür habe ich eine Messuhr an der Maschine befestigt und bin die feste Backe vom Schraubstock abgefahren und habe diesen entsprechend so winklig zur Maschine ausgerichtet. Wichtig, immer die feste Backe vom Schraubstock verwenden, nicht die lose Backe vom Schraubstock. Das Rohmaterial habe ich hier schon in den Schraubstock eingespannt. Als Unterlage verwende ich ganz normale Parallelunterlagen. Den Nullpunkt für die erste Aufspannung habe ich auch schon vorbereitet. Dafür habe ich einfach ganz klassisch mit dem Fräser die Kanten von dem Rohmaterial angekratzt. Das kennt ihr sicherlich. Einfach ein Stück Papier nehmen, mit dem Fräser an die Werkstattkante heranfahren, bis das Papier festklemmt. So ein Papier hat meistens ungefähr eine Dicke von einem Zehntel Millimeter. Das messt ihr vorher mit dem Messschieber und damit könnt ihr wunderbar für so eine Aufgabe den Nullpunkt vom Werkstück setzen. Da wir später eh die Außenkontur noch abfräsen, ist es auch nicht so wichtig, den Nullpunkt hier hundertprozentig genau in die Mitte zu setzen. Wenn wir da plus minus ein Zehntel liegen, ist das völlig ausreichend. Genauso habe ich es mit der Z-Höhe gemacht, auch einfach mit dem Fräser auf die Oberfläche gefahren, mit dem Papier abgenullt und damit ist der Nullpunkt gesetzt. Der 8 mm Zweischneider ist ja hier schon in der Spindel eingespannt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch unseren Gewindefräser einspannen und rüsten und dann kann es mit dem Fräsen auch schon losgehen. Das zeige ich euch jetzt noch schnell, wie ihr das macht. Ich habe mir jetzt hier schnell eine Unterlage, eine Pappe geholt, damit wir uns die Werkzeugaufnahme und den Tisch nicht verkratzen. Und jetzt spannen wir uns hier den Gewindefräser ein. Dafür brauchen wir die Werkzeugaufnahme. Als erstes setzt ihr die Spannzange in die Spannmutter ein. Die wird hier so ein bisschen schräg eingeführt und rastet dann ein. Dann wird es aufgeschraubt bis kurz vor den Punkt, wo die Spannzange spannt. Dann könnt ihr den Fräser einsetzen. Immer darauf achten, den Fräser möglichst kurz einzuspannen. Müsst ihr natürlich darauf achten, was ihr dann später mit dem Werkzeug bearbeiten wollt. Aber immer schauen, dass der Fräser möglichst kurz eingespannt ist. Und dann müssen wir das Ganze nur noch festziehen. Dafür einfach mit einem Gabelschlüssel die Werkzeugaufnahme gegenhalten. Dann nehmen wir den Drehmomentschlüssel mit dem entsprechenden Aufsatz. Der Drehmomentschlüssel ist jetzt hier auf 20 Newtonmeter eingestellt. Und dann ziehen wir das Ganze fest, bis es knackt. Zack.
Und schon sind wir fertig mit dem Rüsten unseres Werkzeugs. So, um das Werkzeug, was wir eben in die Werkzeugaufnahme eingespannt haben, einmessen zu können, müssen wir das Ganze natürlich erstmal einwechseln. Das heißt, den 8 mm Fräser spanne ich jetzt hier aus. Und den Gewindefräser, den wir jetzt einmessen wollen, kommt jetzt in die Spindel rein. So, was wir jetzt machen müssen, ist relativ einfach eigentlich. Was ich gemacht habe, ich habe jetzt schon den Z-Nullpunkt auf die Oberfläche von dem Werkstück gesetzt mit meinem Nullwerkzeug. Das Nullwerkzeug ist in dem Fall der 8 mm Schaftfräser. Darauf beziehen sich alle anderen Werkzeuge. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ich muss jetzt einfach mit meinem Gewindefräser und einem Stück Papier die Oberfläche ankratzen. Das Papier habe ich mir vorher ausgemessen. Das hat 0,1 mm Dicke. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Werkzeug einfach auf die Oberkante vom Werkstück, bis das Papier klemmt. Dann habe ich quasi meine Z-Höhe für das Werkzeug in Bezug auf das Nullwerkzeug bestimmt und kann den Wert dann über das Offset in der Steuerung korrigieren. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, mit Z runterfahren. Bis kurz davor, dann mit der Schrittweite runtergehen. Und dann ganz vorsichtig runterfahren, dabei das Papier immer ein bisschen hin und her bewegen. Und dann merkt ihr relativ gut den Punkt, bis das Papier klemmt. Und dann wisst ihr, dass jetzt dieses Werkzeug genau um die Dicke von dem Papier auf der Z-Höhe steht. Und jetzt gehen wir rüber an die Steuerung bzw. an den Computer und können dort das Werkzeug Offset eintragen. So, den Gewindefräser, den ich eben auf dem Werkstück oben abgenullt habe, müssen wir jetzt noch das Offset in die Werkzeugkorrektur eintragen. Da gehen wir in Eding hier einfach in die Werkzeuge rein. Da haben wir hier an Stelle 4 unseren Gewindefräser. Ihr seht jetzt, bezogen auf das Nullwerkzeug, also auf den 8 mm Schaftfräser, haben wir jetzt hier ein Offset von 1,5 mm drin. Das müssen wir jetzt hier über das Z-Offset ausgleichen. Das heißt, wir tragen jetzt einfach hier im Z-Offset von dem Gewindefräser, addieren wir diese 1,5 mm dazu, das heißt, wir kommen von den minus 11,5 auf die 10,047 in dem Fall, speichern die Änderung und als Kontrolle könnt ihr dann immer hier schauen, die Z-Höhe muss dann in dem Fall, wenn ihr auf dieser Position steht, auch mit dem Werkzeug auf 0 sein. Wichtig ist hier, dass ihr hier immer einen Punkt anstatt einem Komma benutzt, weil sonst Eding den Wert nicht korrekt abspeichert. So, wir haben den Gewindefräser jetzt korrekt in der Steuerung hinterlegt, das heißt, der ist eingemessen. Jetzt lege ich wieder das erste Werkzeug für die Fräsbearbeitung ein, den 8 mm Schaftfräser, fahre die Maschine schon mal auf Parkposition, damit wir dann gleich das Warmlaufprogramm noch starten können. Das heißt, Z-Achse hoch. Den Gewindefräser wieder ausspannen. Und das erste Werkzeug für die Bearbeitung schon mal einlegen. So, bevor wir jetzt mit dem Warmlaufprogramm für die Spindel starten, müssen wir natürlich erst das Kühlgerät einschalten. Immer dran denken, das Kühlgerät einschalten, bevor ihr die Spindel startet. Denn wenn die Spindel läuft, beziehungsweise während ihr fräst, werdet ihr nicht unbedingt hören, ob das Kühlgerät läuft, weil das Ganze im Betrieb sehr, sehr leise ist. Zum Einschalten einfach hier einmal auf den Hauptschalter drücken. Ihr hört ein kurzes Piepen, nicht wundern, das ist einfach nur die Kontrolle, dass der Durchflusssensor funktioniert. Dann wird hier die Temperatur angezeigt und dann kann es auch schon losgehen. Das Warmlauf-Makro findet ihr auf GitHub. Gebt ihr einfach in der Suche Spinogy ein und dann findet ihr die ganzen Files dazu als Download. Da ist auch eine detaillierte Anleitung, wie ihr das Ganze in Eding einbindet. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sieht das in Eding wie folgt aus. Ihr geht entweder über F12 oder über den zweiten User-Button hier rein und seht dann hier vorne den Button mit dem Warmlaufprogramm. Einfach draufklicken, dann öffnet sich hier das Fenster und dann müsst ihr eigentlich nur noch auf Start drücken. Und dann läuft dieser Zyklus ab und die Spindel läuft ca. 20 Minuten warm.
Gut, dann geht's jetzt los mit dem Fräsen. Jetzt spanne ich das Werkzeug für die zweite Bearbeitung ein, den 5 mm Schaftfräser. Weil wir jetzt gleich mit einem Schaftfräser die 5 mm Löcher bohren und wir noch keine Minimalmengenschmierung an der Maschine haben, werde ich mir jetzt hier einfach behelfen. Ich habe hier einfach ein bisschen Kühlschmierstoff in eine Sprühflasche abgefüllt und werde währenddessen das einfach ein bisschen manuell kühlen, um da einfach zu verhindern, dass uns der Fräser abbricht. So, nächstes Werkzeug für die nächste Bearbeitung, 8 mm NC-Anbohrer. Damit werden wir jetzt die Bohrungen und die Taschen anfasen. Jetzt der letzte Bearbeitungsschritt, der Gewindefräser, in dem Fall von Sorotec, um die M6-Gewinde in der Adapterplatte herzustellen, um später die Spindel zu verschrauben. Prüft beim Gewindefräsen danach auch immer noch mal, ob der Gewindestift oder die Schraube auch wirklich in das Gewinde reingeht. Hier in dem Fall wunderbar. Dann sind wir jetzt hier auch mit der ersten Aufspannung schon fertig. Ich mache jetzt hier alles sauber, baue die Aufspannung um, spanne die Platte auf die Opferplatte auf, sodass wir die zweite Bearbeitung machen können. Und dann fräsen wir noch die Außenkontur und fasen dann die Außenkontur auch noch an. Übrigens, schreibt uns gerne eure Kommentare zum Zustand und zur Farbe von unserem Schraubstock unten in die Kommentare. Und auch gerne, ob ihr auch der Meinung seid, dass wir unsere aktuelle Minimalmengenschmierung gegen ein Cold End tauschen sollen. So, wir haben die zweite Aufspannung jetzt gerüstet. Die Platte ist jetzt nicht mehr im Schraubstock, sondern hier auf einer Opferplatte aufgespannt, sodass wir die Außenkontur fräsen können. Das Ganze machen wir hier mit dem Zweischneider 8 mm. Und im Nachgang
fräsen wir dann hier oben noch eine Phase dran mit dem NC-Anbohrer, den wir vorhin auch schon verwendet haben. Die Adapterplatte ist jetzt fertig und muss nur noch verpackt und versendet werden. Das heißt, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Falls ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt's einfach in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.